Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch kurz zeigen, wie wir Dateien finden können, die wir doppelt oder manchmal ja drei- oder vierfach auf unserem Rechner gespeichert haben, ja, auf unserer Festplatte, Bilder, Videos etc. Ja, wenn wir vielleicht mal wieder die Festplatte ein bisschen aufräumen möchten, um mehr Speicherplatz zu schaffen, das geht wirklich recht schnell und einfach anhand weniger Klicks. Und zwar gibt es hier ein ja super Tool eigentlich, ist sehr gutes Tool, Advanced System Care Free. Ja, das ist kostenlos. Es gibt natürlich eine Pro-Version, da gibt es ein paar Optionen mehr. Ja, wir werden jetzt hier aber die freie Version hier, die kostenlose Version benutzen. Ja, das Tool kann also, wie gesagt, natürlich viel, viel mehr als nur doppelte Dateien finden. Ja, das hat hier zum Beispiel eine Toolsammlung hier, eine Werkzeugliste. Genau, das kann also das System komplett analysieren, reparieren, optimieren und so weiter. Dazu werden wir wahrscheinlich später noch ein paar mehr Videos ja, darüber sehen. Wir wollen heute erstmal hier bei dem doppelte Dateien bleiben, finden, ja. Genau, wenn wir jetzt das System hier, das Programm gestartet haben, haben wir hier auf dem Reiter Werkzeugliste, hier haben wir Duplikat-Dateien-Sucher, ja, das Tool. Und hier, genau, wenn wir darauf klicken, dann können wir, hier haben wir die Möglichkeit, den Datenträger hier auszuwählen. Ja, ich lasse jetzt mal bei mir hier beim Datenträger C. Ja, ich setze hier ein Kreuz, Häkchen und klicke hier auf Suchen. Ja, und schon geht's los hier. Das wird jetzt ja alles durchsucht hier und nachher werden die, genau, ich mache mal das bisschen größer hier. Und hier, wenn wir hier nachschauen, zum Beispiel hier ein Bild, ja, das ist hier dreifach beispielsweise auf dem Rechner. Genau, hier ist ein Häkchen jetzt hier, überall wo jetzt hier ein Häkchen gesetzt ist, das wird dann gelöscht, wenn ich jetzt hier auf Löschen klicke. Hier hat man allerdings nochmal hier unten die Möglichkeit, das ist jetzt hier auf automatisch auswählen eingestellt. Ja, man kann hier nochmal ja, ändern. Hier, man kann hier die ältesten Zugriff. Genau, ich guck mal ganz kurz. Genau, hier kann man das besser sehen, ja. Die mit ältesten Zugriff behalten oder mit dem neuesten Zugriff halt. Oder die zuerst erstellte oder die zuletzt erstellte und so weiter. Wenn wir uns hier ein bisschen vielleicht unsicher sind, dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier den Dateiort öffnen, ja, dann können wir hier nochmal nachschauen, dass das wirklich doppelt ist. Hier, wir können hier natürlich, jetzt weiß ich nicht mehr, was das war. Ist ja auch egal. Hier haben wir den Pfad zu dem Datei, ja. In den, genau, hier ist der Pfad, ja, der zweite Spalte hier. Da kann man, ja, wenn man sich unsicher ist, nochmal überprüfen, ja, dass wir da nichts, ja, nicht was Falsches löschen. Hier kann man natürlich nochmal sortieren, hier, beziehungsweise einen Filter setzen, ja, nach. Hier werden dann nur Archive angezeigt, hier oder Dokumente, ja, Musik, Videos. Hier werden jetzt nur die Videos aufgelistet. Ja, wir sehen jetzt hier einmal auf dem Desktop, einmal in den Downloads-Ordner und hier nochmal in einen Ordner auf dem Desktop. Ja, das ist also viermal jetzt, vierfach das Video hier und nimmt natürlich ja, unnötig Speicherplatz auf der Festplatte. Hier sind nochmal Bilder. Genau. Andere haben wir nicht. Okay, ich lasse jetzt mal hier auf alle Dateien und auf automatisch auswählen. Ja, und schon, wenn ich jetzt hier auf Löschen klicke, hier wird nochmal eine Warnung kommt hier.
Löschen, erstellen, durch Nutzer sind andernfalls dringend, sie zu behalten. Nee, wir wollen sie löschen. Wir haben das ja überprüft. Genau, jetzt werden alle Dateien gelöscht, also die doppelten, erfolgreich gelöscht. Einfach mit OK bestätigen. Und schon, ja, das Programm können wir jetzt schließen. Hier erstmal. Und schon haben wir jetzt ein bisschen mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte, ja, beziehungsweise keine doppelt und dreifache Dateien mehr. Genau, das war es erstmal auch schon alles. Wir werden, wie gesagt, ich werde mal ein paar Videos mehr machen zu dem Tool hier. Das ist ja ein super Tool eigentlich hier. Da hat man wirklich jede Menge Möglichkeiten hier, ja, nach Malware suchen und so weiter. Registry, reparieren und viel mehr. Ja, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit ja ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.